Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich euch gerne einen Weg zeigen, wie ihr euch ein passives Einkommen aufbauen könnt, ohne wirklich Arbeit in die jeweilige Methode investieren zu müssen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr insgesamt über 400 unterschiedliche Einnahmequellen mit nur einem einzigen Produkt euch aufbauen könnt. Übrigens, dieses Produkt müsst ihr nicht mehr selbst erstellen, weil wir heute in diesem Video über etwas sprechen, das nennt sich PLR, also Private Label Rights. Wir werden hier in diesem Video uns anschauen, wie man zum einen PLR E-Books findet, wie man anschließend dann diese E-Books korrekt publiziert, weil ihr dürft die in vielen Fällen leider nicht über Amazon publizieren. Ich möchte euch zeigen, wie ihr aus einem Buch viele, viele weitere Produkte machen könnt, indem ihr diese Produkte übersetzt. Da möchte ich auch nochmal ein paar kleine Hacks verraten, wie ihr deutlich mehr Geld verdienen könnt. Und ich möchte euch den kompletten Publishing-Prozess über eine Plattform namens PublishDrive zeigen, sodass ihr euch, nachdem ihr euch dieses Video hier angeschaut habt, euch eine wirklich passive Einnahmequelle aufbauen könnt, für die ihr wirklich nicht viel Zeit investieren müsst. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst das Buch runterladen, ihr müsst schnell ein Cover erstellen. Wenn ihr mit diesem Cover hier nicht zufrieden seid, dann müsst ihr das Buch hochladen. Und dann wird euch dieses Buch schon bereits passives Einkommen generieren. Bevor ich mit euch jedoch über diese Methode spreche, auch nochmal eine kurze Bitte. Ihr wisst, ich publiziere jeden einzelnen Tag für euch neue Videos hier auf diesem Kanal. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren könntet. Dazu einmal kurz auf den Abonnieren-Button draufklicken. Wenn ihr es getan habt, wird übrigens daneben auch so eine kleine Glocke aufgehen. Wenn ihr dort draufklickt, dann kriegt ihr immer eine Notifikation, wenn ich neue Videos für euch publiziere. Und natürlich einen Daumen hoch hilft auch immer diesen Videos hier sehr. Worum genau soll es also heute hier in diesem Video gehen? Ich möchte mit euch zuallererst mal über diese Plattform hier namens The PLR Store sprechen und anschließend dann werden wir eins von diesen Büchern nehmen und werden das direkt über die Plattform PublishDrive publizieren und zwischendrin zeige ich auch nochmal ein Packs und zeige ich dann anschließend auch, wie ihr noch mehr Geld verdienen könnt, indem ihr diese Bücher hier promoted, vor allen Dingen passiv promoted über eine Plattform namens Pinterest. Gut, fangen wir zuallererst mit den Grundlagen an. Das erste, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst auf diese Plattform hier gehen, namens theplrstore.com. Was ist das für eine Plattform? Hier findet ihr unterschiedlichste Bücher. Es gibt erstmal die Möglichkeit, diese Bücher zu kaufen als einzelne Bücher. Ihr könnt aber auch alle Bücher auf dieser Plattform hier kaufen. Und das Tolle ist, viele von diesen Büchern hier sind unfassbar günstig. Zum Beispiel ein komplettes Buch, 4,99, 3,99, 2,99. Und viele von euch werden sicherlich sagen, ja gut, das sind ja ganz normale E-Book-Preise. Ich kann mir also dieses Buch hier herunterladen und anschließend dann kann ich es lesen. Nein, ihr könnt tatsächlich dieses Buch hier nicht nur lesen, sondern ihr könnt es tatsächlich auch weiterverwenden. Genau deswegen nennt sich das Ganze hier auch PLR, also Private Label Rights. Ihr kriegt die Rechte zu diesem Buch, wenn ihr tatsächlich dieses Buch kauft. Amazon ist da manchmal so ein bisschen kritisch und möchte das eher ungern. Was ihr natürlich aber hier tun könnt, ist, ihr könnt dieses Buch publizieren und über eine weitere Plattform publizieren, die tatsächlich Private Label Books annimmt. Und eine von diesen Plattformen ist die Plattform PublishDrive. Und das Tolle hinter PublishDrive ist das folgende, nämlich ihr könnt insgesamt über mehr als 400 unterschiedlichste Stores publizieren. Das heißt, ihr könnt euch 400 Einnahmequellen mit nur einem einzigen Buch aufbauen. Und das Schöne ist, ihr müsst, wie gesagt, die Bücher nicht selbst schreiben, weil ihr direkt die Bücher euch hier runterladen könnt. Ihr könnt sie anschließend dann weiterverwenden und könnt damit Geld verdienen. Zum Beispiel hier, 20 Tips to make money online. Das ist zum Beispiel so ein typisches Buch, was ich auch ganz gut publizieren könnte. Dann Success with Shopify, auch ein Thema, das zum Beispiel für mich relevant ist. Gehen wir vielleicht mal hier auf die zweite Seite. Ihr seht, es gibt hier insgesamt 56 Seiten. Das heißt, ihr könnt hier wirklich hunderte bzw. tausende Bücher euch anschauen und könnt genau die Bücher finden, die für euch relevant sind. Auch hier zum Beispiel Storytelling, Marketing oder Ultimate USP, also der ultimative Grund, warum Leute kaufen sollten. Dann Podcast-Marketing, Insider-Training, auch zum Beispiel irgendwelche Dating-Books, passives Einkommen und vieles, vieles mehr, alles hier auf dieser Plattform. Und sobald ihr ein Buch gekauft habt, dann müsst ihr, wie gesagt, nur einfach auf das Buch draufgehen, könnt hier auf Add to Cart draufklicken, anschließend dann wird das Produkt direkt ins Cart reingelegt und dann könnt ihr auch schon das Produkt kaufen. 4,99 geht ihr einfach hier in den Checkout rein und schon habt ihr dieses Buch und könnt es dann tatsächlich weiterverwenden. Ihr könnt auch zum Beispiel mit Kreditkarte zahlen, soweit ich weiß, könnt ihr auch mit anderen Zahlungsoptionen zahlen und schon könnt ihr, wie gesagt, dieses Buch hier publizieren. Ihr kriegt dann auch natürlich einmal die Bestätigung, dass ihr wirklich die Private Label Rights habt, was also bedeutet, dass ihr wirklich dieses Buch hier weiter verwenden dürft. Und dann geht ihr einfach auf publishdrive.com und ihr könnt dann hier Folgendes machen, nämlich über diese unterschiedlichen Plattformen hier publizieren. Amazon ist auch dabei, ich würde es vielleicht rausnehmen, also ihr könnt dann später, wenn ihr publiziert, ganz genau entscheiden, wo ihr publizieren möchtet. Zum Beispiel jetzt hier in diesem Falle könnte ich sagen, gut, ich möchte zum Beispiel, sagen wir mal, Amazon nehmen als Publikationsmöglichkeit, Apple Books, Barnes & Noble, aber ich möchte vielleicht andere nicht nehmen und dasselbe könnt ihr halt dann später auch hier einstellen. Das heißt, ihr könnt bei den anderen Plattformen dann auch sagen, gut, ich möchte es zum Beispiel nicht über Kobo publizieren oder vielleicht über
diese spezifische Plattform, Dreamy oder Baker & Taylor oder wo auch immer und anderen Plattformen, womöglich nicht, das ist vollkommen euch überlassen. Ihr seht schon hier im Bereich Print on Demand, Amazon, Ingram Spark, auch zum Beispiel in China könnt ihr Bücher publizieren und es sind natürlich auch im E-Book-Bereich viele Plattformen dabei, wie zum Beispiel Kobo Plus, Script, Storytel, Bookmate und viele, viele weitere. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst hier eure Bücher hochladen, um euch insgesamt 400 unterschiedliche Einnahmequellen aufzubauen. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr müsst zuallererst natürlich einen Account hier auf der Plattform anlegen, geht dazu einfach in die rechte obere Ecke, klickt hier auf Sign Up drauf. Übrigens, was ich euch vorher vielleicht noch empfehlen kann, ist folgendes, nämlich macht ruhig ein bisschen Research, dafür gibt es ja solche Tools wie zum Beispiel Publisher Rocket. Falls ihr die Bücher über Amazon publizieren wollt, dann ist das hier für euch relevant. Ich glaube, es ist aber auch außerhalb von Amazon sehr relevant, weil einfach viele Plattformen genauso ticken wie Amazon. Dieses Tool hier habe ich euch auch in der Videobeschreibung drin verlinkt, kostet einmal $97 und dann könnt ihr wirklich die perfekten Nischen rausfinden für Bücher. Und wenn ihr dann zum Beispiel eine richtig gute Nische gefunden habt, könnt ihr dieses Buch hier kaufen. Zum Beispiel sagen wir mal, ihr findet raus, dass Storytelling eine richtig gute Nische ist. In diesem Fall, das Buch ist jetzt hier sold out. Also sagen wir mal, ein anderes Thema ist wirklich profitabel, zum Beispiel hier Boosting Productivity oder sowas. Dann könnt ihr natürlich jederzeit dieses Buch hier kaufen und könnt es anschließend dann direkt über Publish Drive publizieren. Genau, dieses Tool hier, einmal $97, habe ich euch in der Videobeschreibung drin verlinkt. Und sobald ihr euren Account also hier auf Publish Drive publiziert habt, sieht das Ganze bei euch so aus. Ihr könnt hier zuallererst mal Folgendes machen, nämlich könnt hier die Content-Files hochladen. Erstmal natürlich das eigentliche Buch und dann auch mal das Cover-Image. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich mag das Cover-Image vielleicht nicht so, dass uns jetzt hier auf der Plattform PLR Store gegeben wird, zum Beispiel sagen wir mal dieses hier, 10-Step-Plan for Writing Blog Post That Sell. Dieses Cover hier, finde ich, sieht nicht sonderlich schön aus. Was man tun könnte, ist, man könnte auf diese Plattform hier gehen, namens Canva. Da geht ihr dann einfach hier oben in die Nische rein, sagt dann hier zum Beispiel Bookcover einfach nur, oder schreibt hier Bookcover rein und dann sieht man es hier auch schon, könnt ihr einfach auf Bookcover draufklicken, anschließend dann werdet ihr hier weitergeleitet und könnt ein richtig cooles Bookcover designen. Zum Beispiel sagen wir mal, dieses hier würde mir gefallen, könnte ich also draufklicken, oder wenn mir eins von diesen gefällt, dann würde ich einfach draufklicken, kann es anschließend dann verändern. Machen wir es mal ganz beispielhaft. Sagen wir mal, welches Buchcover gefällt mir hier? Dieses hier. Würde ich also draufklicken, anschließend dann kann ich es bearbeiten. Sagen wir mal, es geht hier irgendwie um solche Dinge wie, was hatten wir gesagt, so etwas wie 10 unterschiedliche Tipps, damit man bessere Blogposts schreibt. Würde ich also hier drauf gehen, sowas wie, würde ich hier reinschreiben 10 und dann vielleicht Hacks und dann drunter for Bloggers würde ich vielleicht hier hinschreiben und dann würde ich hier unten vielleicht noch hinzufügen make more money as a Blogger. Und dann darunter würde ich noch meinen Namen hintun, zum Beispiel Leon Schotari. Ich darf dann übrigens tatsächlich sogar meinen Namen auf das Buch drauf tun, weil ich ja die Rechte zu diesem Buch habe. Übrigens könnt ihr auch jederzeit einen Künstlernamen verwenden, das ist auch natürlich erlaubt und das würde ich auch bei solchen Büchern tatsächlich tun. Zum Beispiel jetzt in meinem Falle mache ich das Ganze hier vielleicht ein bisschen größer, das würde mir dann auch besser gefallen, ungefähr sagen wir mal so. Und jetzt könnte ich hier unten natürlich noch das Foto verändern. In meinem Falle geht es hier um Blogging, würde ich also links auf Elements gehen, würde dann hier zum Beispiel, sagen wir mal, Blogger eingeben. Und dann würde ich vielleicht so ein Foto hier nehmen, würde ich also Fotos draufklicken, würde dann dieses Foto nehmen, würde das hier unten reinziehen und schon haben wir hier ein richtig gutes Cover. Und dann würde ich hier unten vielleicht noch irgendwas reinschreiben, sowas wie, oder obwohl, wir können es auch eigentlich leer lassen hier unten. Und hier oben würde ich noch reinschreiben, so etwas wie for bloggers and entrepreneurs. Und dann wäre ich hiermit auch schon fertig, könnt ihr auf die linke Seite gehen, könnt auf File klicken, könnt auf Download klicken, würde dann hier die Option PDF Print nehmen, das ist nämlich am besten für das Drucken von Büchern, da würde ich auf Download draufklicken und schon wird diese Datei hier runtergeladen und ich kann anschließend dann sie öffnen und kann sie mir anschauen. Make more money as a blogger, 10 hacks for bloggers and entrepreneurs. Passt, könnte ich also hier nochmal draufklicken, schauen wir das Ganze an, das denke ich mal ist ein ziemlich gutes Buchcover und das könnten wir dann direkt auch fürs Amazon Publishing verwenden. Ich finde, das ist richtig gut geworden, das würden wir dann direkt also hier hochladen. Wenn wir es nicht auf Amazon publizieren wollen, dann würde ich es halt über die andere Plattform publizieren, das wäre also nur das Cover-Image. Dann drunter müssen wir natürlich unsere Namen einfügen, können hier die Metadaten hinzufügen, das heißt, was das genau für ein Buch ist. Dann können wir hier unsere Beschreibung reintun, können die Kategorie auswählen und dann können wir hier die Keywords festlegen und anschließend dann können wir einen Preis festlegen, zum Beispiel 4,99 €. Das wäre jetzt hier für das digitale Buch. Dann können wir die Rechte festlegen und anschließend dann können wir ganz genau sagen, wo wir das Buch publizieren wollen. Und dann geht
jetzt auch tatsächlich schon los. Dann wird das Buch über diese unterschiedlichen Stores hier publiziert und wir können uns 400 unterschiedliche Einnahmequellen mit einem einzigen Buch aufbauen. Bevor ich weitermache und euch noch ein paar weitere Hacks gebe, auch noch mal eine kurze Info. Der Geldverdienen im Internet-Meisterkurs, auf den gibt es derzeit einen 50% Discount. In diesem Kurs zeige ich über 25 unterschiedliche Wege, wie ihr online Geld verdienen könnt. Ich zeige euch 10 plus Geschäftsmodelle. Wir sprechen auch über die absolut wichtigsten Grundlagen, wie zum Beispiel meldet man Gewerbe an, Anmeldung beim Finanzamt, Steuerberater finden, UG anmelden, unterschiedliche Geschäftsmodelle wie das Dropshipping-Modell, Marktplatz-Geschäftsmodell, digitale Infoprodukte-Business-Modell, dann zum Beispiel solche Themen wie T-Shirt-Business aufbauen, Fiverr-Gigs, 5 Tipps für zum Beispiel Fiverr, eBay und Marketplace, Produktflipping, SMA, also Social Media Agentur aufbauen, Blogging und vieles, vieles mehr. Ein riesiger Kurs und der gerade mal kostet 13,68 Dollar. Also wir sind das vielleicht in Euro, sagen wir mal 11 Euro. Link dazu befindet sich auch in der Videobeschreibung drin. Aber dieser Sale hier ist wirklich extrem limitiert. Ich habe das jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Das heißt, falls ihr euch einschreiben möchtet für gerade mal 50% des Preises, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. So, kommen wir aber vielleicht nochmal zu ein paar weiteren Hacks. Nämlich, wenn ihr schon eure Bücher hier über die Plattform publiziert, dann macht es natürlich auch Sinn, die Bücher über zum Beispiel chinesische Plattformen zu publizieren oder deutsche Plattformen zu publizieren oder französische Plattformen zu publizieren. Und klar, die Bücher werden sich natürlich deutlich besser verkaufen, wenn sie auch in der Landessprache publiziert werden. Deswegen würde ich euch folgenden Tipp geben, nämlich nutzt einfach die Plattform DeepL. Mit DeepL könnt ihr praktisch in unterschiedlichste Sprachen übersetzen. Dieses Tool hier ist deutlich, deutlich smarter als Google Übersetzer und ihr könnt einfach hier eure Datei reinziehen. Die wird anschließend dann automatisiert tatsächlich übersetzt und dann könnt ihr das übersetzte Buch direkt nochmal hier über Publish Drive anbieten. Und vielleicht auch nochmal so einen kleinen Tipp am Rande, wenn ihr eure eigenen Bücher promoten wollt, dann auf jeden Fall würde ich noch Folgendes tun, nämlich ich würde mit der Plattform Pinterest arbeiten und dort zum Beispiel, wenn es jetzt ein Buch ist rund ums Thema Geld verdienen, würde ich regelmäßig Pinterest-Pins erstellen und würde dann die promoten. Nämlich zum Beispiel hier kann ich eingeben einfach nur Pinterest auf Canva und dann sieht man wieder sehr schön, dass es hier unterschiedlichste Pins gibt, die ich erstellen kann. Die Pins, die sehen einfach so aus und ich könnte dann hier so einen Pin erstellen, wo es dann rund ums Thema Geld verdienen geht und wenn Leute auf diesen Pin auf Pinterest gehen, können sie auch auf die Webseite gehen. Zum Beispiel sehen wir hier, hier ist eine Webseite, da ist eine Webseite. Für jeden Pin gibt es eine Webseite und wenn Leute also dann hier auf den Link klicken, werden sie weitergeleitet auf eine von den Seiten, wo wir unser Produkt hosten und dort können sie dann zum Beispiel das Produkt, also in unserem Falle das Buch kaufen und so könnten wir nochmal uns ein bisschen weiteres Einkommen aufbauen. Ich hoffe, diese Methode gefällt euch. Schaut wie gesagt gerne mal in die Videobeschreibung rein, wenn ihr mehr zu diesem Thema lernen möchtet. Dazu habe ich diesen Geld im Internet verdienen Meisterkurs geschaffen für Leute, die vielleicht noch kein Online-Business haben oder die viele, viele unterschiedliche Einnahmequellen kennenlernen möchten und das für einen mega kleinen Preis, gerade mit 13,68 Dollar, also vielleicht 11 Euro für den Kurs. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin und natürlich ist auch ein Link wieder zu Publish Drive drin, falls ihr attraktive Nischen für euer Publishing-Business finden möchtet. Gut. Das war es heute hier für dieses Video. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.